Karl Richter war zweifellos der bedeutendste Bach-Interpret des vergangenen Jahrhunderts. Mit seinem Münchner Bachchor, dem Bachorchester und zahlreichen renommierten Solisten hat er in den 1960er und 70er Jahren neue Maßstäbe gesetzt. Anlässlich des 80. Geburtstages und 25. Todestages des großen Organisten, Cembalisten und Dirigenten in diesem Jahr entsteht eine Filmtrilogie, deren erster Teil, eine Doppel-DVD mit dem Titel Karl Richter in München, Solisten, Konzerte, Tourneen, jetzt erschienen ist. Zeitzeugen, Kritiker, Künstler und ehemalige Choristen, die in den drei Jahrzehnten der Münchner Ära mit Karl Richter gearbeitet haben, sprechen von ihren Erinnerungen und Erlebnissen. Zahlreiche Fotos, Filmsequenzen und Zeitdokumente lassen ein lebendiges Bild dieser Jahre entstehen. Der Film spannt einen weiten Bogen von den ersten aufsehenerregenden Konzerten des jungen Thomas-Organisten an seiner neuen Wirkungsstätte St. Markus in München, über die schon bald einsetzenden Einladungen zu Konzerten und Tourneen in aller Welt mit dem Münchner Bachchor und Bachorchester, bis hin zu den zahlreichen Schallplatteneinspielungen, vor allem der Werke Bachs und Händels. Mehr als 30 Zeitzeugen erzählen von ihren Erinnerungen an diese Münchner Jahrzehnte. So die legendäre Hertha Töpper, die bereits 1954 zu Karl Richter stieß. Und Richters einzigartiger Evangelist Ernst Häfliger. Keith Engen, ein Vierteljahrhundert lang Karl Richters Wegbegleiter, konnten wir noch wenige Wochen vor seinem Tod besuchen. Viele bewegte Bilder und unzählige Fotos dokumentieren Karl Richters Erfolge in aller Welt und seinen stetig wachsenden Weltruhm. Konzertreisen mit Chor und Orchester, aber auch als Solist an Orgel und Cembalo führten ihn in viele europäische Staaten, unter anderem mehrmals in die damalige UdSSR, aber auch immer wieder in die USA und nach Japan, sowie regelmäßig nach Brasilien und Argentinien. Feste Verpflichtungen waren bis 1964 die alljährlichen Konzerte bei der Ansbacher Bachwoche, sowie 25 Jahre lang bis zuletzt in der Stiftsbasilika Otto Beuren. Sein unerwarteter Tod am 15. Februar 1981 erschütterte die Musikwelt. Seine letzte Ruhestätte fand Karl Richter auf dem Friedhof Ensenbühl in Zürich.